Wir befinden uns in einem der vielen deutschen Polizeipräsidien. Hinter jeder dieser Türen arbeiten Polizeibeamte, um die Bevölkerung vor kriminellen Elementen zu beschützen. Unterstützt werden sie in der modernen Kriminalistik von einem Stab von Wissenschaftlern, deren höchste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Wie groß diese Hilfe auch ist, die Aufklärung eines Verbrechens hängt doch letzten Endes von der mühevollen Kleinarbeit der einzelnen Kriminalbeamten ab. Von ihrer Erfahrung, ihrem Instinkt, ihrer Menschenkenntnis und nicht zuletzt von ihrer Hartnäckigkeit. Zur Schulung und Weiterbildung des Polizei- und Justiznachwuchses besitzen einige größere Polizeibehörden ein Kriminalmuseum. Selbstverständlich sind diese Museen für die Öffentlichkeit gesperrt. Und darum müssen auch Ort und Personen so verändert werden, dass für sie keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge mehr möglich sind. Alles, was hier zu sehen ist, steht in mittel- oder unmittelbarem Zusammenhang mit einem Verbrechen. Erbrochene Tresore, Geräte zur Herstellung von Falschgeld, verschiedene Waffen, Einbruchwerkzeuge, und Mordinstrumente. Heute sehen Sie die Geschichte dieser 5 Fotos. Macht's offenbar einen Spaß, nicht? Du, und jetzt darf ich ja mich fahren, ja? Dann fang doch nicht schon wieder damit an. Wenn du deinen Führerschein hast, dann vielleicht. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Feigling bist. Was heißt Feigling? Wenn was passiert, bin ich dran. Gerade heute, wo die ganzen Sonntagsfahrer unterwegs sind. Nee, nee, nee. Schön dann eben nicht. Aber du kannst lange warten, bis ich dich mal wieder um was bitten werde. Na schön, meinetwegen. Oh, du bist ein Schatz. Gib mir die Schlüssel. Ja, hier. Aber nur bis Possenhofen und zurück. Nach Hause fahre ich dann. Heute, wo die ganzen Sonntagsfahrer unterwegs sind. Ja, das hast du schon mal gesagt. Welches ist der Zündschlüssel? Der große, der immer der große. Ja. Wenn er seinen Kofferraum aufgelassen. Mach ihn doch zu, wenn es dich stört. Kann man gerade einen Reservereifen klauen. Hey, gib nicht so viel Gas. Der Motor geht in den Eimer. Und fahr nicht so schnell. Thank you.
gesagt, du sollst nicht fahren wie eine Wilde. Steig aus. Wenn was passiert wäre. Es ist aber nichts passiert. Sieh mal, der Wagen steht drin. Oder? Möchtest du wissen, was die Leute so lange machen bei der Kälte? Wenn sie machen, spazieren gehen. Komm. Passen Sie doch auf. Na ja, entschuldigen könnten Sie sich ja wenigstens. Jutta, weißt du, wo die Belege von der letzten Woche sind? Von der letzten Woche? Ja. Ah ja, Moment, ich weiß. Danke. Ach, Herr Hillmann, ja? Haben Sie noch was zum Entwickeln angenommen? Ich habe noch Platz im Tank. Ja, das ist alles. Sie sind ja wieder reizender Laune heute. Die Angestellten können sich das heutzutage leisten. Der Alte kann einen den Nerv töten. Was war denn wieder los? Ich hab da eben... Was soll ich dir das erst erzählen? Früher konntest du mir nie genug erzählen. Früher, ich weiß nicht, was du immer willst. Ich will gar nichts. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Sehr froh sogar. Ja? Ja? Stimme des Herrn. Guten Tag. Tag, Sie wünschen bitte. Eine Zahncreme, bitte. Der Hillmann wird mit jedem Tag unverschämter. Oh, heute ist Montag, Vater. Da sind die meisten Leute sauer. Ich verstehe nicht, dass du ihn auch noch in Schutz nimmst. Zu meiner Zeit hätte ein Angestellter seinem Chef sowas... Deine Zeiten sind nun mal vorbei, Vater. Damit musst du dich abfinden. Also sag mal, du sprichst schon genauso unverschämt mit mir wie dieser Hillmann. Ist was zwischen euch? Ach, Unsinn. Wenn ich da mal dahinter komme. So, das macht 1,80, 2, 3, 5. Vielen Dank. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sag mal, wo ist er denn hingegangen? Wer? Wer schon, dein Alter natürlich. Ach so. Zum Grossisten ein paar neue Warenproben ansehen. Warum? Ah, nur so. Sag mal, warum bist du heute so sauer? Ach komm, komm, kümmere dich um deine eigenen Sachen. Du, hier ist noch ein Film abgegeben worden, soll bis 6 fertig sein. Bis 6? Mhm. Ich möchte nur wissen, warum es die Leute immer so eilig haben. Und dann liegen die Sachen hier wochenlang rum. Fritz Müller. Da steht ja gar keine Adresse drauf. Das habe ich eben vergessen, es kann noch mal vorkommen, nicht? Tja, und wenn er nicht wiederkommt? Müllers gibt's 1000. Und noch dazu Vergrößerungen, 18 mal 24. Weißt du, was allein das Papier kostet? Ach, mein liebes Kind, das habe ich bereits gewusst, als du noch am kleinen 1x1 herumgetaucht hast. Er wird sich schon wieder abholen. Ah, ja, ich bin's nochmal. Ja? Ich vergesse doch immer etwas. Ja, was brauchen Sie denn noch? Ein gutes Rasierwasser. Was können Sie mir da empfehlen? Tja, da hätten wir zunächst etwas mit Tabak. Ja, Telefon. Ich habe gehört. Okay. Ja, möchtest du nicht rangehen? Ich habe zu tun, wie du siehst. Geh du bitte. Aber ich kann dir das gerne abnehmen. Also bitte. Entschuldigen Sie. Bitte, bitte. Ja. Und dann haben wir noch eine ganz neue Sache. Wohl der Herr Verlobte. Nein, wie kommen Sie denn darauf? Weil er so aufpasst. Ach. Ja, natürlich habe ich Sie verstanden. Ostermann. Ja, wie Oster und Mann. Sie haben es ja schon zweimal buchstabiert. Sie werden lachen, aber jetzt... Ihre Fotos? Also wollen Sie die? Ja. Darf ich sie Ihnen einpacken? Nein, danke, ist nicht nötig. Gut. Dann macht es 5 Mark, bitte. Mhm. Ja, wann sind die bitte abgegeben worden? Ah ja, dann müssen Sie sicher fertig sein. Sie können sie jederzeit abholen. Auf Wiedersehen. Gerade darüber wollte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Schade. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sag mal, was wollten denn, Herr? Dreimal darfst du raten. Jutta. Ja, was ist denn noch? Ach ja, richtig. Ich mach's gleich fertig. Mal an. Wo hast denn die her? Na, dein Eilauftrag. Was für ein Eilauftrag? Der um 6 Uhr wiederkommen will. Müller heißt er doch nicht. Scheußlich.
wenn man nur sowas fotografieren kann. Was ist dieser Müller für ein Mensch? Ich meine, du hast ihn doch gesehen, als er den Film abgab. Was fragst du mich? Hast ihn doch lange genug angeschmachtet. Du meinst doch nicht etwa den mit dem Rasierwasser? Doch, genau den meine ich. Das ist nicht wahr. Du willst mir nur anhören. Doch, ob du mir glaubst oder nicht, aber wenn die Polizei erst die... Was ist mit der Polizei? Sieh dir das mal an. Was soll denn das? Ja, das wissen wir auch nicht. Ach. Ja, aber wenn das irgendetwas... Glaubst du nicht etwa, dass das ein Mord ist? Sicher ist das ein Unfalltoter. Aber man sieht doch ganz genau, dass der Mann erschossen worden ist. Ja. Ja, da hat jemand diesen Mann erst erschossen, dann hat er die Leichen aller Gemütsruhe fotografiert und schließlich bringt er den Film noch zum alten Merkel, damit ihn die Polizei gleich in Empfang nehmen kann, wenn er seine Andenken wieder abholt. Also nee, also für ein bisschen schlauer hätte ich euch schon gehalten. Ja, ich verstehe nur nicht, warum ein Mensch solche Fotos macht. Wer fotografiert, hat mehr vom Leben. Haben Sie die Sache angenommen? Ja. Und ich wäre dafür, die Bilder der Polizei zu übergeben. Also das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Na, hoffentlich machen Sie sich nicht strafbar, Herr Merkel, wenn Sie ein Verbrechen der Polizei nicht melden. Ach, Herr Gott, da hat sich doch einer bloß einen blöden Witz erlaubt. Ja. Das zu entscheiden, würde ich doch lieber der Polizei überlassen. Ich hielt es für meine Pflicht, Ihnen die Bilder zu zeigen. Man kann ja nie wissen. So, Franz. Ja? Schau dir das mal an. Ja, was soll denn das? Ist das ein Witz? Kennen Sie den Mann? Nein, sie wurden heute Mittag zum Entwickeln abgegeben. Obwohl es für Ideen noch manche Leute kommen, ne? Ja, wahrscheinlich irgend so ein Bursch, der sich einen Witz erlaubt hat. Ja, das habe ich auch gesagt. Dann kann ich ja wohl gehen. Heut, heut. Nicht so eilig. Aber Sie haben doch selbst gesagt. Ja, ja, das schon, aber die Sache, die musste überlegt werden, nicht wahr? Was meinst denn du? Tja, ich weiß nicht. Tja. Auf jeden Fall sind Sie hier an der verkehrten Adresse. Das ist Sache der Kriminalpolizei, Abteilung 4 im Polizeipräsidium. Ach, und da muss ich jetzt hin? Ja. Als Staatsbürger haben Sie nämlich nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Dr. Gottlieb. Und, ja? Haben Sie mal einen Moment Zeit für mich? Ja, für Sie doch immer, Lind, auf den Augenblick. Dann wo kommt's immer wieder nicht weiter? Ich sehe schon kommen. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie Besuch haben. Das ist Inspektor Dr. Gottlieb. Herr Merkel war so freundlich, uns diese Aufnahmen zu bringen. Sie sind zum Entwickeln und Vergrößern abgegeben worden. Ich habe nämlich eine Drogerie. Ja, ja, ganz richtig. Aha. Na? Schön, was? Ja, zumindest ein ausgefallenes Motiv. Lass Sie nicht sagen. Möglich, dass der Herr Fotoamateur einen Selbstmörder... Haben Sie schon mal versucht, sich selbst in den Hinterkopf zu schießen? Wenn Sie mich nicht mehr brauchen. Also ich glaube, haben Sie mal eine Lupe da, Lindor? Ja. Nur eine kleine. EG. Sind Sie jetzt schlauer? Ich will nun wirklich nicht mehr länger stören. Und außerdem muss ich in meinen Laden. Ja, ich halte das Ganze ja für einen Jux. Ein Mörder wird auch sein Opfer nicht auch noch fotografieren. Das wäre nicht nur makaber, sondern auch... Na, ist was? Mm-mm. Also auf alle Fälle werde ich Ihnen einen Beamten von uns mitgeben. Wenn Ihr Kunde kommt, dann kann er ihm ja mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Tja, wenn er kommt. Tut mir leid, dass Sie umsonst gewartet haben. Es war nicht das erste Mal und bestimmt auch nicht das letzte. Bei Ihnen war es wenigstens warm. Hey, was ist denn nun? Wie geht das nur eigentlich weiter? Darüber sollen sich die höheren Gehaltsempfänger den Kopf zerbrechen. Na dann. Guten Abend. Guten Abend.
schon sagen. Verdammt einfach machen die sich das. Hör uns schon endlich auf. Ich will von der ganzen Geschichte nichts mehr wissen. Und du mach nicht zu lange und schließ ab. Ich komme gleich. Ich mach nur noch das Labor sauber. Na, ist noch was? Ne? Guten Abend. Na. Lande, Inspektor. Fehlanzeige. Dachte ich mir, dass der Witzbold nicht so pünktlich ist. Soll ich jetzt noch reinkommen, den Bericht schreiben? Ach Quatsch, dazu ist morgen auch noch Zeit. Nacht, Berger. Auch schon kalt. Was machen Sie denn hier? Ach, damit bereichern Sie Ihr Fachwissen. Das kann ja nicht jeder als lebende Kriminalgeschichte rumlaufen. So wie Sie. Ich wusste gar nicht, dass Sie so eine hohe Meinung von mir haben. Ich meine, im Büro kann man in Ruhe lesen. Aber wie Sie sehen, scheue ich keine Mühe, meine verehrten Kollegen weiterzubilden. Ja, ich bin ganz Ohr. Es ist bemerkenswert, wir sind... Nein. Ah, hier. Professor André Duval von der Sorbonne Paris berichtet in diesem Zusammenhang von einem 32-jährigen im Jahre 1927 zur Aburteilung gekommenen Sexualverbrecher. Dieser Psychopath ermordete in der Zeit von 1919 bis zu seiner Festnahme 4 Frauen auf bestialische Weise. Nach der Tat stellte er von den Toten jeweils fotografische Aufnahmen her, die er an die Polizei sandte. Die Ermordeten konnten nie gefunden werden. Er ging dabei so raffiniert zu Werke, naja, und so weiter und so weiter. Ach, das ist ja ein Ding. So was gab's also schon mal. Ja. Und jetzt werden Sie auch verstehen, warum ich nochmal hergekommen bin. Veronika, du nenn mich doch nicht immer Heini. Lass dir doch mal was Originelleres einfallen. Hm? Weiß gar nicht, was du gegen den Namen hast. Ich finde ihn sehr hübsch. Schmackssache. Steckst du denn die ganze Zeit? Hab dich schon so lange nicht gesehen? Hab viel zu tun. Du, ich habe eine tolle Rolle in dem neuen Stück. Schön. Schau dir doch die Vorstellung an. Na ja, furchtbar gerne. Wir haben noch Freikarten.
Du, das ist schrecklich nett von der Veronika, aber heute geht's leider wirklich nicht. Ich erwarte nämlich noch Besuch. Schade. Musst du nicht schon ins Theater? Mm-mm. Ich habe noch Zeit. Komm doch erst im letzten Akt an. Ach, das ist ja schon dein Besuch? Nein, nein, der kommt später. So, dann werde ich ihn mal aufmachen. Hm? Ist der Hillmann da? Mein Gott, der hat's aber eilig. Sag mal, was machst du denn Ich muss dich sofort sprechen. Du kannst ja nicht einfach Bitte lass mich rein. Dann komm. Junge, Junge. Einen halben Meter vor mir und da bin ich wie eine Wahnsinnige zu dir gerannt. Ach, was? Du siehst ja Gespenster. Aber ich habe ihn doch ganz deutlich erkannt. Wen? Den Mann mit den Fotos? Ja. Warum hast du denn nicht um Hilfe gerufen? Ich hatte solche Angst und wie er dann plötzlich vor mir stand. Da ist er dir nachgerannt. Ich weiß doch nicht. Ich hatte solche Angst, ich bin nur gelaufen. Also Schluss jetzt mit der Heule. Ich hol dir jetzt ein Taxi und du fährst nach Hause. Du bist mir ein feiger Mann, du Schuft, mich in dieser Situation allein zu lassen. Super, das werde ich dir heimzahlen. Aber Fräulein Martell, eine Dame lauscht doch nicht. Was wissen Sie interessant? Mein Name ist Lutz, Direktor Lutz. Von der Chimosan AG wurde Freitag ein Zimmer bestellt. Herr Lutz? Ja, selbstverständlich. Darf ich bitten, Herr Lutz? Danke. Und Ihr Gepäck, Herr Lutz? Ist noch draußen im Taxi. Hausdiener, Ankunft. Page. 333. Darf ich Ihnen die Tasche abnehmen? Nein, danke. Ach, Sie gehen aus, Herr Rittmeister. So etwas ist man ja bei Ihnen gar nicht gewöhnt. Ja, ich gehe zum Jahrestreffen überlebender Kameraden. Hm. Vom Kavallerieregiment Großherzog Ernst Ferdinand. Mit Samen? Nee, mit Tradition. Ja, ich freue mich immer, Kommissar, die alten Kameraden wiederzusehen. Besonders die Herren, die heute wieder Uniform tragen. Zwei von ihnen sind bereits Generale bei der Panzerwaffe. Hm. Kavallerie ist ja nicht mehr gefragt, leider. Zwei richtige Generale? Ja, was denn? Wäre ich doch heute auch längst. Ja, wenn ich nicht bei diesem verdammten Herrenreiten damals den Unfall gehabt hätte. Na, Sie wissen ja. Also, ich nehme die Hürde im Galopp. Da bockt der Gaul und... Sie liegen unten. Ja. Die schreckliche Geschichte vor 40 Jahren. So ein Pech. Ja, außerordentliches Pech. Hatte ja ganz große Karriere vor mir. Mhm. Bitte da Ihnen, mein Nächster. Dankeschön. Morgen, Freund Schmidt. Morgen, Doktorchen. Guten Morgen. Machen Sie mir mal einen Kaffee, ja? Ja. Aber nicht wieder so dünn wie gestern. Nein. Blendorf, wir haben ihn. Was denn, unser Müller? Hier, vergleichen Sie mal die Fahndung mit unseren Fotos. Aber Mensch, das ist doch... Genau, der Tote von unseren Bildern. Auch die Initialen auf dem Ring stimmen überein. E. G. Egon Gallreiter, Kassierer der Düsseldorfer Kontinentalbank, seit Freitag mit 135.000 Mark flüchtig. Tja, was hat er jetzt davon? Loch im Kopf. Freund Schmidt? Ja? Da binden Sie mich mal bei Drogerie Merkel. Jawohl. Gleich 9:30. Und wo bleibt Hillmann? Vielleicht ist er krank. Dann könnte er wenigstens anrufen. Warum rufst du denn nicht an? Das fehlt mir noch. Nachlaufen werde ich dem. Wenn er keine vernünftige Entschuldigung hat, fliegt er. Und wo willst du Ersatz herkriegen? Drogerie Merkel, guten Tag. Ja, Jutta Merkel, Herr Inspektor. Nein, Herr Hillmann ist nicht da, aber ich gebe Ihnen meinen Vater, ja? Vater? Hm? Inspektor Lehndorf von der Kriminalpolizei. Ja, Merkel. Ja, guten Tag, Herr Merkel. Können Sie mir sagen, wo ich Herrn Hillmann erreichen kann? Nein, nein, wir haben da eine Spur in der Angelegenheit. Ja, ja, es handelt sich um die bewussten Fotos. Sie können uns da nicht helfen. Herr Hillmann ist ja der Einzige, der den Mann genau gesehen hat. Wie ist also nun die Adresse? Pension daheim. Artilleriestraße 13, 2. Stock. Ja. Sie wünschen? Ich möchte bitte Herrn Hillmann sprechen. Der ist nicht da, der ist um diese Zeit im Geschäft. Drogerie Merkel. Da ist er leider nicht. Dürfen wir eintreten? Kriminalpolizei, Inspektor Lehndorf. Kriminalpolizei?
In meinem Hause? Das ist ja fürchterlich. Kein Grund zur Aufregung. Wir wollen nur eine Auskunft von Herrn Hillmann. Ja, bitte, wenn es sein muss. Bitte. Ja, bitte, meine Herren. Ich weiß gar nicht, ob Herr Hillmann überhaupt zu Hause ist. Ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen. Ich bin völlig konsterniert. Verzeihen Sie, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Gestatten Sie, Rittmeister A.D. von Rellstab. Freut mich. Würden Sie bitte mal nachsehen, ob Herr Hillmann auf seinem Zimmer ist? Ja, selbstverständlich, natürlich. Herr Hillmann? Er ist nicht da. Geht weg und dreht nicht mal das Licht aus. Pardon, ich mache nur mal die Lampe aus. Herr Hillmann ist doch hier. Na und, warum kommt er nicht raus? Er ist tot. Geschlagen. Berger, rufen Sie das Präsidium an. Außerdem sagen Sie Inspektor Gottlieb, er möchte sofort herkommen. Page? Fragen Sie den Portier, was mit meiner Flugkarte ist. Jawohl. Wird sofort erledigt. Der Herr von 333 will wissen, was mit seiner Flugkarte ist. Wo bleibt denn die Verbindung? Schon da. Lutz, einen Moment bitte, ich sehe nach. Ja, die Buchung ist okay, 11.50 Uhr. Nein, einen Augenblick noch. Der Herr soll noch nicht zum Flughafen fahren. Wir hatten heute noch keine Starts wegen Nebel. Fragen Sie bitte in 2 Stunden noch einmal nach. Vor Nachmittag ist mit einer Wetteränderung nicht zu rechnen. Ja, und wer wohnt denn nun außer Herrn Hillmann noch bei Ihnen? Ja, also 2 Herren und dann eine Dame, Fräulein Brunnbichler. Fräulein Brunnbichler? Was ist denn wieder Fräulein Brunnbichler? Sie sagten doch eben, hier wohnt nur ein Fräulein Martell. Ja, Martell ist doch bloß ihr Künstlername. In Wirklichkeit heißt sie Emma Brunnbichler. Ja, und die beiden Herren? Der eine heißt Kunze Ponell, der ist bei der Damenkonfektion tätig. Und der andere? Tobi Bromberg, Herrenfriseur. Ja, aber der macht gerade Ferien in Capri. Kennen Sie die Blaue Grotte? Nein. Nein? Oh. Also, fassen wir noch mal kurz zusammen, Herr Rittmeister. Nach dem Befund des Polizeiarztes dürfte der Mord so zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr erfolgt sein. Weder Sie noch Fräulein Brunn... Martell. Ja, Martell, waren zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Fräulein Martell behauptet, sie wäre mit Ihnen so gegen 8:30 aus dem Haus gegangen. Ja, aus dem Hause schon, aber doch nicht weiter. Ja, das meine ich, ja. Dann drücken Sie gefälligst deutlich aus, ne? Ich werde mir Mühe geben. Ja, also Sie gingen dann mit Fräulein Martell... Nee, ich denke gar nicht daran. Ich ging zum Kameradschaftstreffen meines Kavallerieregiments. Großherzog Ernst Ferdinand. Ja, ja, ja. Naja, ist ja auch nicht Ihre Sorge. Also ich ging zu meinem Regiment und das Fräulein Martell ging in ihren Tingeltangel. Und wann sind Sie dann nach Hause gekommen? Überhaupt nicht. Verzeihen Sie, es war bloß ein kleiner Scherz. Bin natürlich nach Hause gekommen, ja, ja. Vor dem Frühstück. So circa 5. Ach, kennen Sie übrigens noch das alte Couplet? Bis früh 5, kleine Mann. Verzeihen Sie, das habe ich ganz vergessen. Entschuldigen Sie bitte. Sehr peinlich. Ich habe was Interessantes. Ja, vielen Dank, Herr Rittmeister. Ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen an Sie. Wären Sie so freundlich und würden Fräulein Martell herbitten? Selbstverständlich, ja. Und entschuldigen Sie bitte nochmals. Kleine Entgleisung. Ja, was ist denn? Diesen Abholcoupon habe ich bei Hillmann gefunden. Drogerie Merkel, angenommen am Montag, den 3.12. Ein 6x6-Film entwickeln, je eine Vergrößerung 18x24. Und der Name ist schlicht und einfach Müller. Was denn unser Müller, der mit den Todesfotos? Ja, wer denn sonst? Stimmt doch alles überein. Kommt denn Hillmann zu dem Abschnitt? Tja, das können wir ihn leider nicht mehr fragen. Sie haben mich rufen lassen. Fräulein Martell, nehmen Sie bitte Platz. Wollen Sie mich nicht bitte lieber in meinem Zimmer verhören? Ich finde es hier so... Wir haben ja noch ein paar Fragen an Sie. Danke. Ich muss Ihnen sagen, dass mir diese furchtbare Sache mit Hani, ich meine mit Herrn Hillmann, ganz schön an den Nieren gegangen ist. Kannten Sie denn Herrn Hillmann näher? Naja, schließlich wohnen wir seit 2 Jahren Tür an Tür. Apropos Tür. Herr von Rellstab sagte mir eben, er hätte gesehen, wie Sie gestern an Hillmanns Tür horchten. Was heißt denn horchen?
Den Krach, den ihm seine Verflossene gemacht hat, konnte man über den ganzen Flur hören. Sie wissen also, wer bei ihm war? Ja, natürlich. Ich habe ihr doch noch selber die Tür aufgemacht. Sie stürzte herein wie eine Furie, beinahe hätte sie mich umgerannt. Wer war denn die Dame? Diese Jutta aus der Drogerie, wo er arbeitet. Ich meine, wo er gearbeitet hat. Und wann war das? Es muss so gegen 7:30 gewesen sein. Ja, dann ging ich ins Bad, um mich fürs Theater zurechtzumachen. Dazu brauche ich meistens eine halbe Stunde. Also bis 8? Ja. Ja, dann zog ich mich an und ging zu gleicher Zeit wie Herr Rellstab weg. Hm, das weiß ich schon. Und da war die Dame noch bei ihm? Das weiß ich nicht. Na, es war völlig ruhig. Auch schon vorher, als ich vom Bad in mein Zimmer zurückging, da habe ich nichts mehr gehört. Sie haben sie auch nicht weggehen hören? Nein, ich glaube nicht, dass sie noch da war. Herr Hillmann sagte beim Streit etwas von einer Taxe, die er rufen lassen wollte. Vielen Dank, Fräulein Martell. Sie haben uns sehr geholfen. Gern geschehen. Falls wir sie noch brauchen sollten. Ja, ja, ich bin hier. Seeland, Herr Kollege. Ah, was hat Jutta Merkel mit der Sache zu tun? Doktorchen, Sie sind mir doch nicht böse, wenn ich Ihnen die Unterhaltung mit der Dame Jutta überlasse. Ich schwöre Ihnen, ich ging nur zu Hillmann, weil ich Angst vor diesem Müller hatte. Und gleich darauf bin ich wieder nach Haus. Und da hatten Sie keine Angst mehr? Natürlich hatte ich Angst. Aber Hillmann bestellte mir ein Taxi und brachte mich dann doch runter. Und dann sind Sie direkt nach Hause gefahren? Ja, es sind doch nur ein paar Minuten. Um 7:45 war ich zu Haus. Naja, das wird Ihr Vater ja bestätigen können. Sicher? Vielen Dank. Und auf Wiedersehen, gnädige Frau. Wiedersehen. Herr Merkel? Ja? Wann ist Ihre Tochter gestern Abend nach Hause gekommen? Es muss 7:45 gewesen sein. Ja, die Nachrichten hatten gerade angefangen. Sie war ziemlich abgespannt und ging gleich schlafen. War ja kein Wunder nach so einem Tag. Naja. Herr Merkel, noch etwas anderes bitte. Können Sie mir mal das dazugehörige Kuvert geben? Ja, doch. Such doch mal raus. Sie entschuldigen mich. Bitte, bitte. Ist denn das möglich? Was denn? Das ist doch der Abholcoupon von dem Mann mit den furchtbaren Fotos. Mhm. Wie kommen denn Sie dazu? Gefunden. Würden Sie diesen Herrn Müller wiedererkennen? Guten Tag. Erkennen Sie mich nicht wieder? Ich bin gekommen, mich wegen gestern Abend zu entschuldigen. Es tut mir furchtbar leid, dass ich Sie so erschreckt habe. Das ist er. Wer? Der Müller. Wieso Müller? Ich heiße Lambert. Wie immer Sie heißen, Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, einen gewissen Heinz Hillmann ermordet zu haben. Also keine Fingerabdrücke an der Mordwaffe? Nein. Danke, Kinski. Herr Inspektor, der Tascheninhalt des Toten? Ja, sagen Sie mal. Stellen Sie es darüber, ich sehe mir das gleich an. Berger? Ja, Inspektor. Alles, was interessant kommt ins Präsidium, ja? Vor allen Dingen die vielen Fotoalben. Muss ja sein Leben nur fotografiert haben. Hotel Splendid? Ja. Kann ich bitte Herrn Lutz sprechen? Augenblick. Ja, Zimmer 333. Bedauere, Herr Lutz ist schon abgereist. Wann? Heute Vormittag. Oder warten Sie mal einen Augenblick. Ist Herr Lutz noch im Hause? Ja, der sitzt noch in der Halle. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich höre eben, die Abreise von Herrn Lutz hat sich verzögert. Danke. Berger, fahren Sie schon vor ins Präsidium und sehen Sie alles durch. Ich komme in einer halben Stunde auch nach. Kinski ist der Fahrer nach unten. Jawohl, Inspektor. Gut. Fragen Sie doch noch einmal bei der Lufthansa nach, ob die Maschine nun fliegt oder nicht. Verbinden Sie mit der Lufthansa. Passage? Augenblick bitte. Flug 322 Zürich. Nein, bedauere, noch immer keine Starts. Der Flughafen hat noch immer Nebel. Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das Wetter kann sich ja plötzlich ändern. Danke. Leider immer noch Nebel, aber es ist möglich, dass sich das Wetter am späten Nachmittag ändert. Suchen Sie mir die Zugverbindungen nach Zürich raus. Ich möchte bitte Herrn Lutz sprechen. Herrn Lutz? Der Herr steht neben Ihnen. Entschuldigen Sie bitte den Überfall. Mein Name ist Lehendorf. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Ja. Vielleicht können wir nicht darüber gehen. Ich verstehe nicht ganz. Ich kann mir denken, dass Sie überrascht sind.
Ich bin Kriminalinspektor und habe ein paar Fragen an Sie. So. Ja, bitte, um was handelt es sich? Um Herrn Heinz Hillmann. Heinz Hillmann? Na und? Sie kennen doch Herrn Hillmann. Ja, natürlich. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Vor ungefähr 3 Jahren. Ich lebe in Frankfurt und komme nur selten hierher. Ja, stehen Sie sonst irgendwie mit ihm in Verbindung? Ja, ab und zu schrieben wir uns mal, weil uns mehr als die Jahre in der Handelsschule der Sport verbunden hatten. Wie meinen Sie das? Wir waren zusammen in einer Fußballmannschaft, BC Hannover. Hillmann war unser Mannschaftskapitän, er spielte links außen. Und ich stand im Tor. Wir hatten eine prima Mannschaft und waren 2 Jahre Amateurmeister. Als wir dann alle berufstätig wurden, ging jeder natürlich in eine andere Stadt. Die einzige Beziehung zu unserem alten Club blieb eine Art Ehrenmitgliedschaft. Ja, und da trafen Sie sich dann mitunter? Ja, wie es sich so gerade ergab, das letzte Mal eben vor 3 Jahren. Und wie Sie jetzt hierher kamen, da haben Sie sich gleich bei Herrn Hillmann gemeldet? Nein, ich schrieb ihm vor ungefähr 14 Tagen, dass ich für einen Tag hier auf der Durchreise wäre. Ah, wann sind Sie denn hier angekommen? Gestern Abend. Ach, und dann haben Sie sich gleich mit Herrn Hillmann getroffen? Nein, wir hatten verabredet, dass er sich bei mir meldet. Wir wollten dann zusammen Abendessen gehen. Als bis 9 kein Anruf gekommen war, ließ ich bei ihm anrufen. Aber leider meldete sich da niemand. Ja, und daraufhin bin ich allein essen gegangen. Hm. Sie haben sonst nichts mehr von ihm gehört? Nein, und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verärgert, denn er hätte sich doch wenigstens entschuldigen können. Und dazu hat er keine Möglichkeit mehr. Er ist nämlich gestern in seiner Wohnung ermordet worden. Ermordet? Das ist ja unfassbar. Und Sie behaupten nach wie vor, mit diesen Bildern nichts zu tun zu haben. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, ich habe weder mit einem Film noch mit diesen Bildern etwas zu tun? Ich ging in diese Drogerie, um mir eine Zahncreme zu kaufen. Bei Herrn Hillmann? Keine Ahnung, wie der Verkäufer hieß. Ich war ja noch nie in diesem Laden. Was taten Sie dann? Dann habe ich die Zahncreme bezahlt und bin wieder rausgegangen. Nachdem Sie noch einen Film auf den Namen Müller abgegeben haben? Aber nein, ich habe keinen Film abgegeben und ich heiße auch nicht Müller. Mein Name ist Hans Lambert. Genau wie es in der Kennkarte steht. Ja, die lasse ich gerade prüfen. Also, dann wird sich ja gleich herausstellen, wer ich bin. Hoffentlich. Und warum haben Sie Fräulein Merkel nach Geschäftsschluss aufgelauert? Was heißt aufgelauert? Ich fand das Mädchen eben nett und wollte sie wiedersehen. Dann sind Sie anschließend sofort ins Büro gegangen und haben noch bis Mitternacht gearbeitet. Das wird Ihnen ja mein Chef bestätigen. Die Kennkarte ist okay, Herr Inspektor. Beruf, Arbeitsplatz, Wohnung, alles stimmt. Und dein Ingenieur Kaiser bestätigt, das ist mein Chef. Dass Herr Lambert gestern von 20 Uhr bis ca. 0.30 Uhr mit ihm gemeinsam gearbeitet hat. Ja, danke, Vogel. Na, das ist ja alles in bester Ordnung, Herr Inspektor. Für Sie, Herr Lambert, ja, für uns leider nein. Schade, dass Sie nicht Müller sind, dann wäre mir jetzt wesentlich wohler. Tut mir leid, dass ich Ihnen den kleinen Gefallen nicht tun kann. Aber Sie, Herr Inspektor, könnten mir einen sehr großen tun. Und das wäre? Wenn Sie Fräulein Jutta wiedersehen, sagen Sie ihr doch bitte, sie braucht mich zu erschrecken, wenn ich ihr das nächste Mal begegne. Vielen Dank, Herr Lutz. Sie werden sicher Verständnis dafür haben, dass wir Ihre Angaben noch überprüfen müssen. Aber das ist doch selbstverständlich. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, um dem armen Hillmann. Ja, das würde ihm ja auch nichts benutzen. Ja. Ich hoffe, es stört Ihre Pläne nicht allzu sehr, dass ich Sie bitten musste, bis morgen hier zu bleiben. Naja, bei dem Nebel wäre ich ja heute sowieso nicht weggekommen. Ich habe eine anständige Pension. Nie hätte ich diesen Kerl bei mir aufgenommen, wenn ich geahnt hätte, dass das ein Dieb ist. Nun mal langsam der Reihe nach. Wann ist denn dieser... Egon Gallreiter, da steht's ja. Ja, Egon Gallreiter. Bei Ihnen abgestiegen? Na, wie ich schon sagte, am Sonnabend früh. Ich gab ihm noch mein bestes Zimmer. Und wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Na, am Sonntagmorgen. Er ging gleich nach dem Frühstück aus dem Haus und wollte am Nachmittag zurück sein. Na, und wie er Montag früh noch nicht zurück war, da schaute ich nach seinen Sachen. Schließlich hatte er ja sein Zimmer noch nicht bezahlt. Ich muss davon leben. Und was glauben Sie, was ich finde? Nichts. Ein altes Waschzeug und einen leeren Koffer. Na, ich wartete... Augenblick! Komm mit dem Schreiben nicht nach. Sind Sie jetzt fertig? Also, ich wartete bis heute früh. Da wollte ich sowieso zur Polizei gehen. Aber wie ich in der Morgenzeitung von dem Diebstahl las, na, da wusste ich, wie viel es geschlagen hatte. Na, und von wem kriege ich jetzt mein Geld? Wollen wir doch mal festhalten, was wir bis jetzt alles ermittelt haben. Lieber nicht. Auf die Lorbeeren verzichte ich. Aber das haben Sie doch gar nicht nötig, Lehndorf. Dass Sie diesem Herrn Lutz das Geständnis abbringen konnten, ein hervorragender Fußballtorwart gewesen zu sein, das macht Ihnen so leicht niemand nach. Danke, danke. Keine Ovation, ja? Aber dass es Ihnen gelungen ist, den geheimnisvollen Herrn Müller als Lambert zu entlarven, glaube, Doktorchen, das bringt Sie in Ihrer Karriere einen großen Schritt vorwärts.
Aber jedenfalls wissen wir jetzt eins mit Sicherheit, dass dieser Herr Müller nicht existiert. Und mit ziemlicher Sicherheit, dass der ermordete Hillmann uns hätte einiges über die mysteriösen Fotos erzählen können. Und deshalb ist er wahrscheinlich auch ermordet worden. Glauben Sie, dass diese Jutta Merkel mehr weiß, als sie zugibt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie macht einen ziemlich harmlosen Eindruck. Haben Sie nicht mal eine andere Sorte? Und was ist mit Ihrem Herrn Lutz? Das werden wir wissen, wenn seine Angaben überprüft sind. Vielleicht ein ausgekochter Bursche. Aber Mörder? Nee. Auf alle Fälle kann er uns nicht entwischen. Ich hab... Ja, Inspektor, ist eines der Fotoalben von Hillmann. Jahrgang 61, 62. Wir haben es durchgesehen, nichts Besonderes drin. Den Rest nehme ich mir gleich vor. Dafür habe ich hier eine interessante Meldung für Sie, Herr Inspektor. Hm. Der am Sonntag, den 1.12. von einem gewissen Egon Gallreiter beim Autoverleih Krause & Co. gemietete PKW Opel Rekord, Hellgrau, Kennzeichen MA777 und der seit Montagabend, den 3.12. als vermisst gemeldet, wurde heute... von einer Funkstreifenbesatzung im nördlichen Stadtgebiet unbeschädigt aufgefunden. Der Wagen wurde auf Veranlassung der Kriminalpolizeiabteilung 4 dagegen Egon Gallreiter Fahndung vorliegt, sichergestellt und dem Spurensicherungsdienst übergeben. Das hilft uns vielleicht weiter. Vielleicht. Gute Reise. Zum Hauptbahnhof. Nicht zum Hauptbahnhof. Fahren Sie mich zum Autoverleih Globus, Schwerinstraße 6. Wolls Bescheid. Ja, stellen Sie es bitte fest, Vater. Berger, lesen Sie vorher. An dem am 4.12. sichergestellten PKW Kennzeichen... Oder kommen Sie, Berger, doch nicht den ganzen Schmus, nur das Wichtigste. Wurden an dem Fahrzeug außer verschiedenen noch nicht identifizierten Fingerabdrücken mit Sicherheit die des ermordeten Heinz Hillmann festgestellt. Weitere Abdrücke des oben genannten befanden sich an einer Flasche mit einer roten Flüssigkeit, die nur noch zur Hälfte gefüllt war. Der Inhalt dieser Flasche wurde zwecks chemischer Analyse in das Labor weitergereicht. Der endgültige Bericht darüber ist nicht vor morgen. Gut. Danke, Berger. Womit ja wohl eindeutig erwiesen ist, dass Hillmann Gallreiter gekannt haben muss. Wenn er nicht sogar sein Mörder war. Ja, trotzdem lauter Hypothesen. Ich muss schon sagen, dieser Hillmann war kein schlechter Fotograf. Ganz zu schweigen von seinen Modellen. Der letzte Sommer war für den Herrn nicht unergiebig. Mhm. Ganz flotte Bienen dabei. Ah, da ist ja auch unsere Jutta Merkel. Auch nicht unflott. Ganz prima Figur hat die. Ja, ich höre. Ja, wieder Fehlanzeige. Ja, eins ist doch völlig klar. Wenn dieser Hillmann den Gallreiter ermordet hat, dann muss er auch das gestohlene Geld von ihm haben. Das wäre ja auch ein einleuchtendes Motiv. Da wir in seinem Zimmer nichts gefunden haben, käme als Mitwisserin möglicherweise Jutta Merkel in Frage. Die werde ich mir jetzt noch mal vornehmen. Sie hören mir ja gleich zu. Sie irren sich. Ich finde Ihre Idee, Jutta Merkel zu vernehmen, ausgezeichnet. Denn bei dieser Gelegenheit kann sie uns gleich verraten, wo wir den Toten suchen müssen. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Sie werden mich gleich verstehen, wenn Sie die beiden Fotos hier ansehen. Na? Genau derselbe Hintergrund. Bootsteg, Tafel. Nur auf dem einen Bild ist der Vordergrund hübscher. Dankeschön. Der Vertrag, danke. Die Schlüssel, Papiere liegen im Handschuhfach. Bitte fahren Sie. Danke. Bitten Sie die Direktion der Landpolizei, das Gelände des am Nordufer des Starnberger Sees liegenden Campingplatzes absuchen zu lassen. Es besteht der Verdacht, dass der laut Fernschreiben Nummer 278 der Polizeidirektion Düsseldorf flüchtige Egon Gallreiter an dieser Stelle ermordet wurde. Haben Sie das? Danke. Tja, warum haben Sie uns denn nicht gleich gesagt, dass Sie die Stelle kennen, wo der Tote fotografiert wurde? Das war doch so ein furchtbarer Anblick. Ich habe mir doch die Fotos nicht so genau angesehen. Hätten Sie nur. Dann wäre Herr Hillmann vielleicht noch am Leben. Waren Sie öfter mit ihm auf dem Campingplatz? Nein, nur zwei oder drei Wochenende. Meistens fuhren wir mit dem Wagen weiter weg. Mit welchem Wagen? Denn Hillmann besaß doch keinen. Er hatte da irgendeine Beziehung zu einem Autohaus. Da hat er sich manchmal einen geliehen. Mit Autos war er völlig verrückt. Ich glaube, um einen Sportwagen zu besitzen, hätte er alles getan. Wie heißt denn das Autohaus? Autohaus Rieder.
Ist doch ganz klar, Inspektor, von mir können Sie alle erfahren, alles, was ich weiß. Die Polizei, deine Freunde und Helfer, ne? Da kann ich mich wenigstens mal revanchieren. Naja, also, schießen Sie los, Inspektor. Was wollen Sie wissen? Sie kennen doch Herrn Hillmann. Na, ob ich den kenne. Den nicht kennen wäre ein großer Verlust für mich. Ich stehe mich gerade vor Abschluss eines großen Geschäftes. Erst letzten Samstag war er hier und interessierte sich hier für diesen 80 PS Supersportwagen. Kostenpunkt 8 Mille. Direkt verschleudert. Na, Sie müssen doch zugeben, Herr Kommissar, von außen. War picobello. Unterm Rock. Hier. Nagelneues Maschinchen. Sozusagen Jungfrau. Inspektor. Der Zuckerschlitten lutscht auf freier Strecke glatt seine 170 Bonbons. Glatt. Machen Sie keine Eier. Ja. Und jetzt stellen Sie sich vor, am Montagabend war er wieder da, wo ihm am Sonnabend die 80 PS leicht genug waren. Waren ihm am Montag die 300 von denen da zu wenig. Ist denn Herr Hillmann so vermögend? Ach, Chico, Vermögen. Mit Mühe und Not kratzt er die paar Piepen zusammen, wenn er sich mal einen Wagen ausgeliehen hat. Bin ich mir immer dabei entgegengekommen, ja. Ich habe nämlich ein Herz für Leute, die was von Auto verstehen. Ich wunderte mich auch, woher die 8 Mille hernimmt. Und als ich ihn beiläufig fragte, da faselte er irgendwas von einem Sportfreund oder ehemaligen Clubkameraden, mit dem er ein großes Geschäft vorhatte. Ja, und als er gestern partout den Traumwagen haben wollte, der mit seinen 32 Mille und der Brüdern eine reine Occasion ist, da sagte er nur, das Geschäft wäre besser geworden, als er gedacht hatte. Naja, heute Abend wollte er wiederkommen mit Marie und Vertrag machen. Ich glaube, Herr Rieder, für diesen Zuckerschlitten hat Herr Hillmann keine Verwendung mehr. Seit wann war Herr Hillmann bei Ihrem Vater angestellt? Seit zweieinhalb Jahren. Er war ein sehr... Fräulein Merkel, würden Sie bitte im Nebenzimmer warten, Freund Schmidt, ja? Na, was Neues? Na, an sich nicht viel, aber vielleicht hilft es uns ein bisschen weiter. Also, Hillmann und Gallreiter haben sich gekannt. Gallreiter unterschlägt am Freitag 135.000 Mark, ist am Samstagmorgen in München und mietet sich in der Pension Savoy ein. Dafür haben wir die Aussage der Pensionswirtin. Durch dieselbe Zeugin wissen wir, dass Gallreiter am Sonntag früh die Pension verlassen hat und nicht mehr zurückgekommen ist. Außerdem wissen wir, dass Gallreiter am Sonntag früh sich einen PKW gemietet hat. Durch die am PKW festgestellten Spuren wissen wir, dass sich auch Hillmann in diesem Fahrzeug befand. Ja, und ich habe eben durch den Autohändler Rieder erfahren, dass Hillmann bereits am Samstag mit einem größeren Geldbetrag rechnete. Woraus ersichtlich ist, dass Hillmann und Gallreiter in irgendeiner Form unter einer Decke steckten. Naja, bis hierher alles schön und gut. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Hillmann Gallreiter getötet und dann die Leiche zur Erinnerung fotografiert hat? Ja, was ist, Berger? Haben wir schon eine Meldung aus Frankfurt wegen der Überprüfung des Lutz? Nein, Herr Inspektor, ist noch nichts eingegangen. Na, die lassen sich aber auch Zeit. War denn unter dem Kram von Hillmann noch was Besonderes? Hm. Was ist denn, Berger? Ist noch was? Nichts Neues. Nur ein Hinweis, dass Hillmann den ermordeten Gallreiter schon längere Zeit gekannt haben muss. Wieso? Bei seiner Gruppenaufnahme von einer Fußballmannschaft, wo die beiden drauf sind. Das Foto ist sicher schon ein paar Jahre alt. Woher wollen Sie das wissen? Herr Inspektor, ich bin nämlich selber begeisterter Fußballanhänger und daher weiß ich natürlich, dass BC Hannover schon lange eingegangen ist. Lauter schöne Menschen. Sehen Sie, Herr Inspektor, hier ist Hillmann und hier ist Gallreiter als Torwart, der mit dem Ball in der Hand. Sogar die Namen stehen drunter. Hillmann, Gallreiter. Moment mal. Das ist die Lösung. Mensch, Berger, wenn wir Sie nicht hätten. Hotel Splendid? Verbinden Sie mich bitte mit Herrn Lutz. Bedauere, Herr Lutz ist mit dem Nachmittagszug nach Zürich abgereist. Danke. Mensch, was war ich für ein Idiot. Berger, stellen Sie fest, welcher Zug am Nachmittag nach Zürich geht. Was soll denn das? Moment. Geben Sie mir den Fernschreibraum. Ja, Lehndorf. Schreiben Sie mit. An alle Sonderdienststellen innerhalb des Bundesgebietes und sämtliche Grenzpolizeibehörden. Dringend. Der seit Freitag, den 30.11. Flüchtige wegen Unterschlagung steckbrieflich gesuchte Egon Gallreiter, steht wahrscheinlich im Begriff, das Bundesgebiet zu verlassen. Er befindet sich im Besitz eines auf den Namen Walter Lutz ausgestellten Reisepasses.
Der Flüchtige hat sein Aussehen wie folgt verändert. Kurzgeschnittene amerikanische Bürstenfrisur, eine moderne Brille mit dunklem Rand. Er befindet sich im Besitz eines auffallenden schwarzen Aktenkoffers, in dem sich wahrscheinlich das gestohlene Geld befindet. Besonderes Augenmerk ist auf den, D98. Besonderes Augenmerk ist auf den in Kürze an der Schweizer Grenze eintreffenden D98 zu richten. Haftbefehl wegen Mordverdacht wird nachgereicht. Dabei wurde es mir plötzlich völlig klar, dass Lutz und Gallreiter eine Person sind. Lutz erzählte mir, er sei Torwart im BC Hannover gewesen. Dabei vergaß er, und das war sein Fehler, dass er als Gallreiter Torwart war. Ein Lutz hat zu der Zeit noch gar nicht existiert. Das war aber auch sein einziger Fehler. Sein Plan war fast genial. Tja, das kann man wohl sagen. Nach dem Diebstahl kam er nach München, fuhr mit seinem Freund Hillmann zum Starnberger See und ließ sich von ihm dort als Leiche fotografieren. Das Blut an seinem Kopf war wahrscheinlich das rote Zeug in der Flasche, die wir im Leihwagen gefunden haben. Genau. Hillmann sorgte dann dafür, dass die Fotos der Leiche der Polizei in die Hände gespielt wurden. Und Gallreiter ließ den Wagen irgendwo stehen, kehrte nicht in die Pension zurück, veränderte sein Aussehen und stieg als Walter Lutz im Hotel Splendid ab. Damit hätte Gallreiter erreicht, dass wir die Fahndung nach ihm einstellen. Und als Walter Lutz konnte er dann das gestohlene Geld in aller Ruhe genießen. Tja, dann kam die erste Panne. Sie meinen Hillmann? Na, er sollte natürlich für seine Leichenfotos irgendwie bezahlt werden, mit 10.000, denke ich. Ja, der Sportwagen. Aber als dann alles glatt gegangen war, wollte er mehr Geld. Dann war also Gallreiter der Besucher, den Hillmann gestern Abend erwartete. Genau. Ja, und bei der Gelegenheit versuchte Hillmann, Gallreiter zu erpressen. Wir wissen ja, wie das endete. Fernschreiben aus Frankfurt, Walter Lutz, unbekannt. Na bitte. So, und jetzt bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als darum zu beten, dass er uns nicht durch die Lappen geht. Berger, rufen Sie bitte Fräulein Merkel herein. Ich glaube, wir können Sie jetzt nach Hause gehen lassen. Ja. Auf Wiedersehen, Fräulein Merkel. Nochmals vielen Dank. Auf Wiedersehen. Übrigens, Fräulein Merkel, soll ich Ihnen etwas ausrichten? Mir? Ja, Herr Müller lässt Ihnen sagen, wenn Herr Lambert mal wieder auf Sie warten sollte, brauchen Sie nicht zu erschrecken. Ich werde mir Mühe geben. Ja? Ja, am Apparat. Ja. Danke. Na? Fehlanzeige. Im Zug war er nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Jetzt entwischt er uns doch noch. Dann ist er zu spät auf den Trichter gekommen. Und das muss ausgerechnet zwei so klugen Köpfen wie uns passieren. Straßenbreite 5,30 Meter. Die erste Spur 3,70 ist die Bremsspur. Jetzt nehmen wir dann den zweiten Kriegspunkt noch. Schwalbe 1 von Schwalbe 15, bitte kommen. Hier ist Schwalbe 15. Bei den auf der Bundesstraße 18 tödlich verunglückten Fahrer des PKW, Martha Strich Heinrich Siegfried, 341,
handelt es sich um den mit Fernschreiben des Polizeipräsidiums München Nummer 377 gesuchten Egon Gallreiter alias Walter Lutz. Verstanden? Danke, Ende. Auf jeden Fall sind Sie hier an der verkehrten Adresse. Das ist Sache der Kriminalpolizeiabteilung 4 im Polizeipräsidium. Ach, und da muss ich jetzt hin? Ja. Als Staatsbürger haben Sie nämlich nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Dr. Gottlieb. Und, ja? Haben Sie mal einen Moment Zeit für mich? Sie doch immer, Lindorf, einen Augenblick. Dann wo kommt es immer wieder nicht weiter? Ich sehe schon, komm. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie Besuch haben. Das ist Inspektor Dr. Gottlieb. Herr Merkel war so freundlich, uns diese Aufnahmen zu bringen. Sie sind zum Entwickeln und Vergrößern abgegeben worden. Ich habe nämlich eine Drogerie. Ja, ja, ganz richtig. Aha. Na? Schön, was? Ja, zumindest ein ausgefallenes Motiv. Lass Sie nicht sagen. Möglich, dass der Herr Fotoamateur einen Selbstmörder... Haben Sie schon mal versucht, sich selbst in den Hinterkopf zu schießen? Wenn Sie mich nicht mehr brauchen. Also ich glaube, haben Sie mal eine Lupe da, Lindor? Ja. Nur eine kleine. EG. Sind Sie jetzt schlauer? Ich will nun wirklich nicht mehr länger stören. Und außerdem muss ich in meinen Laden. Ja, ich halte das Ganze ja für einen Jux. Ein Mörder wird doch sein Opfer nicht auch noch fotografieren. Das wäre nicht nur makaber, sondern auch... Na, ist was? Mm-mm. Also auf alle Fälle werde ich Ihnen einen Beamten von uns mitgeben. Wenn Ihr Kunde kommt, dann kann er ihm ja mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Tja, wenn er kommt. Tut mir leid, dass Sie umsonst gewartet haben. Es war nicht das erste Mal und bestimmt auch nicht das letzte. Bei Ihnen war es wenigstens warm. Hey, was ist denn nun? Wie geht denn das nur eigentlich weiter? Darüber sollen sich die höheren Gehaltsempfänger den Kopf zerbrechen. Na dann. Guten Abend. Guten Abend. Schon sagen. Verdammt einfach machen die sich das. Hören Sie schon endlich auf. Ich will von der ganzen Geschichte nichts mehr wissen. Und du mach nicht zu lange und schließ ab. Ich komme gleich. Ich mache nur noch das Labor sauber. Na, ist noch was? Hm? Guten Abend. Na.
Vielen Dank. Beehren Sie mich bald wieder. Sie mich auch. Der Inspektor, Fehlanzeige. Dachte ich mir, dass der Witz bald nicht so pünktlich ist. Soll ich jetzt noch reinkommen, den Bericht schreiben? Ach Quatsch, dazu ist morgen auch noch Zeit. Nacht, Berger. Wir befinden uns in einem der vielen deutschen Polizeipräsidien. Hinter jeder dieser Türen arbeiten Polizeibeamte, um die Bevölkerung vor kriminellen Elementen zu beschützen. Unterstützt werden sie in der modernen Kriminalistik von einem Stab von Wissenschaftlern, deren höchste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Wie groß diese Hilfe auch ist, die Aufklärung eines Verbrechens hängt doch letzten Endes von der mühevollen Kleinarbeit der einzelnen Kriminalbeamten ab. Von ihrer Erfahrung, ihrem Instinkt, ihrer Menschenkenntnis und nicht zuletzt von ihrer Hartnäckigkeit. Zur Schulung und Weiterbildung des Polizei- und Justiznachwuchses besitzen einige größere Polizeibehörden ein Kriminalmuseum. Selbstverständlich sind diese Museen für die Öffentlichkeit gesperrt. Und darum müssen auch Ort und Personen so verändert werden, dass für sie keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge mehr möglich sind. Alles, was hier zu sehen ist, steht in mittel- oder unmittelbarem Zusammenhang mit einem Verbrechen. Erbrochene Tresore, Geräte zur Herstellung von Falschgeld, verschiedene Waffen, Einbruchwerkzeuge, und Mordinstrumente. Heute sehen Sie die Geschichte dieser fünf Fotos. Offenbar einen Spaß, ne? Du? Hm? Und jetzt darf ich ein bisschen fahren, ja? Dann fang doch nicht schon wieder damit an. Wenn du deinen Führerschein hast, dann vielleicht. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Feigling bist. Was heißt Feigling? Wenn was passiert, bin ich dran. Gerade heute, wo die ganzen Sonntagsfahrer unterwegs sind. Nee, nee, nee. Schön dann eben nicht.
Aber du kannst lange warten, bis ich dich mal wieder um was bitten werde. Na schön, meinetwegen. Oh, du bist ein Schatz. Gib mir die Schlüssel. Ja, hier. Aber nur bis Possenhofen und zurück. Nach Hause fahre ich dann. Heute, wo die ganzen Sonntagsfahrer unterwegs sind. Ja, das hast du schon mal gesagt. Welches ist der Zündschlüssel? Der große. Wie du siehst, geh du bitte. Aber ich kann dir das gerne abnehmen. Also bitte. Entschuldigen Sie. Bitte, bitte. Ja. Und dann haben wir noch eine ganz neue Sache. Wohl der Herr Verlobte. Nein, wie kommen Sie denn darauf? Weil er so aufpasst. Ach. Ja, natürlich habe ich Sie verstanden. Ostermann. Ja, wie Oster und Mann. Sie haben es ja schon zweimal buchstabiert. Sie werden lachen, aber jetzt... Ihre Fotos? Also wollen Sie die? Ja. Darf ich sie Ihnen einpacken? Nein, danke. Ist nicht nötig. Gut. Dann macht es 5 Mark, bitte. Mhm. Ja, wann sind die bitte abgegeben worden? Ah ja, dann müssen Sie sicher fertig sein. Sie können sie jederzeit abholen. Auf Wiedersehen. Gerade darüber wollte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Schade. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sag mal, was wollten denn, Herr? Dreimal darfst du raten. Jutta. Ja, was ist denn noch? Ach ja, richtig. Ich mach's gleich fertig. Der um 6 Uhr wiederkommen will. Müller heißt er doch nicht. Scheußlich. Schrecklich, wie man nur sowas fotografieren kann. Was ist dieser Müller für ein Mensch? Ich meine, du hast ihn doch gesehen, als er den Film abgab. Was fragst du mich? Hast ihn doch lange genug angeschmachtet. Du meinst doch nicht etwa den mit dem Rasierwasser? Doch, genau den meine ich. Das ist nicht wahr. Du willst mir nur anhören. Doch, ob du mir glaubst oder nicht, aber... Wenn die Polizei erst die... Was ist mit der Polizei? Sieh dir das mal an. Was soll denn das? Ja, das wissen wir auch nicht. Ach. Ja, aber wenn das irgendetwas... Glaubst du nicht etwa, dass das ein Mord ist? Sicher ist das ein Unfalltoter. Aber man sieht doch ganz genau, dass der Mann erschossen worden ist. Ja. Ja, da hat jemand diesen Mann erst erschossen, dann hat er die Leiche in aller Gemütsruhe fotografiert und... Schließlich bringt er den Film noch zum alten Merkel, damit ihn die Polizei gleich in Empfang nehmen kann, wenn er seine Andenken wieder abholt. Also nee, also für ein bisschen schlauer hätte ich euch schon gehalten. Ja, ich verstehe nur nicht, warum ein Mensch solche Fotos macht. Wer fotografiert, hat mehr vom Leben. Haben Sie die Sache angenommen? Ja. Und ich wäre dafür, die Bilder der Polizei zu übergeben. Also das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Na, hoffentlich machen Sie sich nicht strafbar, Herr Merkel, wenn Sie ein Verbrechen der Polizei nicht melden. Ach, Herr Gott, da hat sich doch einer bloß einen blöden Witz erlaubt. Ja, das zu entscheiden, würde ich doch lieber der Polizei überlassen. Ich hielt es für meine Pflicht, Ihnen die Bilder zu zeigen. Man kann ja nie wissen. So, Franz. Ja? Schau dir das mal an. Ja, was soll denn das? Ist das ein Witz? Kennen Sie den Mann? Nein, sie wurden heute Mittag zum Entwickeln abgegeben. Ab was für Ideen noch manche Leute kommen, ne? Ja, wahrscheinlich irgend so ein Bursch, der sich einen Witz erlaubt hat. Ja, das habe ich auch gesagt. Dann kann ich ja wohl gehen. Heute. Nicht so eilig. Aber Sie haben doch selbst gesagt. Ja, ja, das schon, aber die Sache, die musste überlegt werden, nicht wahr? Was meinst denn du? Tja. Der immer der Große. Ja. Wenn er seinen Kofferraum aufgelassen. Mach ihn doch zu, wenn es dich stört. Aber sollten Reservereifen klaus. Hey, gib nicht so viel Gas. Der Motor geht in den Eimer. Und fahr nicht so schnell. Ja.
Sag, du sollst nicht fahren wie eine Wilde, steig aus. Wenn was passiert wäre. Es ist aber nichts passiert. Sieh mal, der Wagen steht immer da. Du möchtest wissen, was die Leute so lange machen bei der Kälte. Wenn sie machen, spazieren gehen. Komm. Passen Sie doch auf. Na, entschuldigen könnten Sie sich ja wenigstens. Jutta, weißt du, wo die Belege von der letzten Woche sind? Von der letzten Woche? Ja. Ah ja, Moment, ich weiß. Danke. Ach, Herr Hillmann, ja? Haben Sie noch was zum Entwickeln angenommen? Ich habe noch Platz im Tank. Ja, das ist alles. Sie sind ja wieder reizender Laune heute. Die Angestellten können sich das heutzutage leisten. Alter kann einen benervt töten. Was war denn wieder los? Ich hab da eben... Was soll ich dir das erst erzählen? Früher konntest du mir nie genug erzählen. Früher, ich weiß nicht, was du immer willst. Ich will gar nichts. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Sehr froh sogar. Ja? Stimme des Herrn. Guten Tag. Darf ich Sie wünschen, bitte? Eine Zahncreme, bitte. Der Hillmann wird mit jedem Tag unverschämter. Oh, heute ist Montag, Vater. Da sind die meisten Leute sauer. Ich verstehe nicht, dass du ihn auch noch in Schutz nimmst. Zu meiner Zeit hätte ein Angestellter seinem Chef sowas... Deine Zeiten sind nun mal vorbei, Vater. Damit musst du dich abfinden. Also sag mal, du sprichst schon genauso unverschämt mit mir wie dieser Hillmann. Ist was zwischen euch? Ach, Unsinn. Wenn ich da mal dahinter komme. So, das macht 1,80, 2, 3, 5. Vielen Dank. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du, sag mal, wo ist er denn hingegangen? Wer? Na, wer schon, dein Alter natürlich. Ach so. Zum Grossisten ein paar neue Warenproben ansehen. Warum? Ah, nur so. Sag mal, warum bist du heute so sauer? Ach komm, komm, kümmere dich um deine eigenen Sachen. Du, hier ist noch ein Film abgegeben worden, soll bis 6 fertig sein. Bis 6? Mhm. Ich möchte nur wissen, warum es die Leute immer so eilig haben. Und dann liegen die Sachen hier wochenlang rum. Fritz Müller. Da steht ja gar keine Adresse drauf. Das habe ich eben vergessen, es kann noch mal vorkommen, nicht? Tja, und wenn er nicht wiederkommt? Müllers gibt's 1000. Und noch dazu Vergrößerungen, 18 mal 24. Weißt du, was allein das Papier kostet? Ach, mein liebes Kind, das habe ich bereits gewusst, als du noch am kleinen 1x1 herumgetauscht hast. Er wird sich schon wieder abholen. Ah, ja, ich bin's noch mal. Ja? Ich vergesse doch immer etwas. Ja, was brauchen Sie denn noch? Ein gutes Rasierwasser. Was können Sie mir da empfehlen? Tja, da hätten wir zunächst etwas mit Tabak. Ja, Telefon? Ich habe gehört. Okay. Ja, möchtest du nicht rangehen? Ich habe zu tun, wie... Oh, schon kalt. Was machen Sie denn hier? Ach, damit bereichern Sie Ihr Fachwissen. Es kann ja nicht jeder als lebende Kriminalgeschichte rumlaufen, so wie Sie. Ich wusste gar nicht, dass Sie so eine hohe Meinung von mir haben. Nicht mal im Büro kann man in Ruhe lesen. Aber wie Sie sehen, scheue ich keine Mühe, meine verehrten Kollegen weiterzubilden. Ja, ich bin ganz Ohr. Es ist bemerkenswert. Nein. Ah, hier. Professor André Duval von der Sorbonne Paris berichtet in diesem Zusammenhang von einem 32-jährigen im Jahre 1927 zur Aburteilung gekommenen Sexualverbrecher. Dieser Psychopath ermordete in der Zeit von 1919 bis zu seiner Festnahme 4 Frauen auf bestialische Weise. Nach der Tat stellte er von den Toten jeweils fotografische Aufnahmen her, die er an die Polizei sandte. Die Ermordeten konnten nie gefunden werden. Er ging dabei so raffiniert zu Werke, naja, und so weiter und so weiter.
Das ist ja ein Ding. So was gab's also schon mal. Ja. Und jetzt werden Sie auch verstehen, warum ich noch mal hergekommen bin. Veronika, du nenn mich doch nicht immer Heini. Lass dir doch mal was Originelleres einfallen. Hm? Weiß gar nicht, was du gegen den Namen hast. Ich finde ihn sehr hübsch. Geschmackssache. Steckst du denn die ganze Zeit? Hab dich schon so lange nicht gesehen? Hab viel zu tun. Du, ich habe eine tolle Rolle in dem neuen Stück. Schön. Schau dir doch die Vorstellung an. Na ja, furchtbar gerne, aber... Wir haben noch Freikarten. Du, das ist schrecklich nett von der Veronika, aber heute geht's leider wirklich nicht. Ich erwarte nämlich noch Besuch. Schade. Musst du nicht schon ins Theater? Mm-mm. Ich habe noch Zeit. Komm doch erst im letzten Akt an. Ach, das ist ja schon dein Besuch? Nein, nein, der kommt später. So, dann werde ich ihn mal aufmachen. Hm? Ist der Hillmann da? Mein Gott, der hat's aber eilig. Sag mal, was machst du denn hier? Ich muss dich sofort sprechen. Du kannst ja nicht einfach hier... Bitte, lass mich rein. Dann komm. Junge, Junge. Einen halben Meter vor mir und da bin ich wie eine Wahnsinnige zu dir gerannt. Ach, was? Du siehst ja Gespenster. Aber ich habe ihn doch ganz deutlich erkannt. Wen? Den Mann mit den Fotos? Ja. Wann hast du den?